Ich glaube, ich gehe auch wieder. Ja, ich gehe wieder zurück. Sorry, Gott. Der wird voll pissig auf mich sein, dass ich ihn die ganze Zeit störe bei seinem Zeug. Jo, dann gehen wir mal runter. Weil ich will jetzt mit ihr ganz nach unten gehen. Da entlang kannst du nicht gehen, weil Rin zu dumm ist, darüber zu steigen. Nee, das verstehe ich. Das macht Sinn. Ich meine, Rin ist auch nur ein Mädchen. Hier muss ganz in der Nähe die alte Frau sein. Ich rieche es. Hallo, ist hier wer? Wo bin ich eigentlich? Zu welcher Zeit? Was passiert? Hallo? Ah, meine Fresse, Gott, dein Anus. Gott nervt. Jo, danke. Das habe ich vorher schon gesehen, aber ist nett gemeint. Danke. 19. Dezember. Von Reikos Mutter habe ich kaum was gehört. Anscheinend geht sie kaum noch ans Telefon. Das ist echt nett. Wie alt ist das Mädchen? Es meldet sich immer. Warte mal, wer kümmert sich denn darum? Ich meine, da muss doch irgendwie die Fürsorge oder so. Es meldet sich immer wie so. Ich muss immer wieder noch tanzen. Er meldet sich immer sofort der Anrufbeantworter. Ich hoffe, dass es ihr gut geht. Ah, die ist tot. Boah, Reiko ist ein richtig böses Mädchen. Reikos Gesundheit scheint sich wirklich zu verbessern, wenn ihre Mutter sie anruft. Und ich hatte gehofft, dass sie schon bald stark genug für eine Operation sein würde. Weil ich operiere gerne. Aber in letzter Zeit geht es ihr wieder schlechter. So wie zu der Zeit, als ich sie kennenlernte. Jedes Mal, wenn ich Reiko besuche, scheint sie einsamer als zuvor zu sein. Ich wünschte, ich könnte etwas unternehmen. Die Krankenschwester hat sich um das Kind gekümmert, sogar als sie schon ein Geist war. Hä? Hä? Als sie schon ein Geist war, ist jetzt weiter beschützt. Wie kam es denn jetzt von dem darauf? Hä? Bin ich zu dumm? Naja, scheinbar schon. Ich bin ja auch nur Gate und nicht Rin. Und Rin ist toll. Und ich bin nicht toll. Rin ist nämlich Rin. Warum ist diese Tür hier so zu? Naja, was soll's. Geh mal da durch. Danke. Hier ist nichts, aber. Einmal drücken. Ist doch nicht so schwer. Mann. Oh, bitte. Ich guck mal. So pervers. So pervers. Also, Gott. Ihr seht schon, was er macht, ne? So, alte Leute, heute ist wieder vorbei. Bitte alle nach Hause. In eure Zimmer, meine ich. Aber es ist erst 18 Uhr. Ja, schon 2 Stunden vor nach ihrer Bettzeit. Ne? Ne? Haben sie ja genug Action hier gehabt mit Kanasterspielen und Zeug. Warte, warte, warte. Das leuchtet doch irgendwas. Was ist das? Ach, ist egal. Ich will hier rein. Oh. Stimmt, ich musste erst einmal weglaufen und die Tür einrennen. Das war sonst nie. Gleich speichern wir, denn es geht bestimmt gleich weiter. Oh, wo, wo, wo? Wo? Oh nein. Oh, du musst schon ein bisschen bleiben. Krankenschwester. Oh, das ist 11. März. Uiuiui, das ist aber auch jetzt lang hin. Reikos Operation ist jetzt eine Woche her. Ihre Fortschritte sind alles andere als gut. Bei der Operation selbst gab es keine Komplikationen, aber ihr Zustand scheint sich überhaupt nicht zu verbessern. Im Gegenteil, anscheinend wurde er durch den Stress der Operation noch verschlechtert. Einige Kinder sollten einfach sterben. In den letzten Stunden lag sie weinend in meinen Armen, aber jetzt schläft sie ganz ruhig. Ich habe ein bisschen Chloroform. Ihre Augen sind aber immer noch verweint. Es irritiert mich, dass ich sie nur dadurch trösten kann, dass ich sie an mich drücke.
Außerdem scheint sie ihre Chatseite wesentlich seltener zu besuchen. Ich frage mich, was geschehen ist. Vielleicht werfe ich nächstes Mal einen Blick drauf. Dun, 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 dun. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich komme, ich komme. Ja. Oh, ich brauche echt eine Sekretärin. Ich arbeite hier nicht. Ja, tut mir leid, ich arbeite hier nicht. Können Sie bitte... Hallo. Danke. Du bist nett. Ich hab dich gern. Bist eigentlich die einzige Krankenschwester hier? Oh, mit einer Visitenkarte komme ich bestimmt ins Erzgebirge. Haha, ich habe eine Visitenkarte. Bitte fliegen Sie mich ins Erzgebirge. Natürlich. Ins Erdgeschoss, meine ich. Mit dem Direktor, natürlich. Und jetzt muss ich wieder die Remote irgendwie auf meinen Schoß legen. So. 997. Das ist die Vorwahl von Dreckighausen. Denke ich mal. Yoshi! Geil! Kurumiya. Wenigstens haben sie nicht alles eingeenglischt. Aber die Amerikaner würden auch den Namen jetzt irgendwie so. Keine Ahnung. Peter Koscher oder so machen. Nee, noch schlimmer. Peter Rogers. Oh fuck. Ich habe gerade meine Getränke umgestoßen. Es ist ja auch sehr spät und ich habe getrunken. Zwar kein Alkohol, aber ich habe getrunken. Eine Visitenkarte. Soll ich die Nummer anrufen? Nope. Die Batterien sind leer. Erstmal gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Und ich konnte auf Toilette auch. Bevor ich die Nummer jetzt anrufe... Oh, ja, ich will eigentlich nur laufen. Gedrückt halten, Geld. Gedrückt halten. Ist doch nicht so schwer. So, war hier... War, guck mal, hört ihr das? Wie laut. Ich frag mich, wie weit es geht. Finden wir es heraus? Ach, doch nicht. Naja. Aber irgendwie sind hier weniger Angstzustände. Auch alte Oma darf ins... Darf... Oh Mann. Toiletten. Ich kann nicht mehr Toilette. Naja. Dann werden wir jetzt abspeichern und diesen Typen anrufen. Viel Möglichkeiten gibt's ja nicht. Nee. Los geht's. Die Neuen mögen die gerne, habe ich das Gefühl. Während ich da hinten hingucke, das ist natürlich sehr ekelhaft. Plötzlich ist es heller geworden, damit es dunkler werden kann. Geschickt eingefädelt Spiel. Geschickt. Geschickt. Oh, der Rauch wird plötzlich lila. Das sind Dokumente, die ein anderes Krankenhaus geschickt werden sollten. Woher weißt du das? Ah, sie hat sich jetzt nur einen weiter runtergebeamt. Clever Mädchen ist clever, obwohl eigentlich die Krankenhausschwester darauf gekommen ist. Aber genau die meine ich ja auch mit clever Mädchen. Eine Liste mit Büroverfahrensweisen. Was? Woher weißt du das? Und was interessiert es mich? Pornos. Ah! Was willst du von mir? Warum? Mann. Ach stimmt, ich verliere mein anderes Telefon ja immer.
ihr könnt mich mal alle kreuzweise. Ich denke, ich finde da Pornos oder so. Oder wenigstens mein kleines Pony, Bussi Bär und Winnie the Pooh gehen zusammen einkaufen in Pariser Stadtviertel Neumitte. Aber nein, das ist ja, wäre ja zu, ne? Nein, ich wollte gucken. Jo. Das hätte ich auch gern als Hintergrundbild. Mann, ey. Ernsthaft. Nico, mach doch mal was. Oh. Der Eingang, ist dies das Erdgeschoss? Gucken wir mal. Was sind eigentlich die ganzen Sachen, die ich einsammle? Bringen die irgendwas? Oh, das tut mir leid. Ich habe wohl gerade einen Baum getötet. Naja. Man kann nicht alles haben auf der Welt. Okay. Gucken wir mal. Oh, Freiheit! Freiheit! Nein! 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 Wenn Gott mich angefurzt hätte, würde ich das ja noch verstehen, aber so. Oh nein! Schnell eine Cola! Oh, schnell was trinken. Schnell! Ja, hau weg die Scheiße! Mach doch auf! Also ernsthaft, in deiner Situation fragst du dich noch. Das ist doch. Du bist doch dumm, schnell hier auf Toilette. Yay! Oh. Ihr seid so böse. Jetzt aber. Oh, ich pinkel in die Topfpflanze. Nee, die ist ja umgefallen. Geht auch nicht. Das ist doch scheiße. Ich traue mich nicht mehr ans Fenster. Ist nicht so, dass ich es vergessen habe. Schule. Level. Jo. Nee, Erin, das wird nichts mehr. Wo kommt das her? Oh. Das kommt plötzlich vor der Tür. Go, 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 go. Mock, 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 Charlie Brown. Charlie Brown. Ba, ba, da, ba, da. Oh. Ja. Mach Sachen. Ja, ich bin ja auch Bus gefahren. Okay, ja, kann ich. Will ich aber nicht. Rin. Ich hab den Ofen angelassen. Oh fuck, Kevin. Okay. Was jetzt? Au. War das Rin? Wer war das? Nein. Oh mein Gott. Was ich einen Unfall hatte, bin ich. Bist du Rin? Irgendwie waren deine Brüste aber damals größer. Oh, das ist hübsch. Ich bin völlig überarbeitet. Ich bin die einzige Krankenschwester hier. Wie machen Sie, dass die Wäsche so weiß wird? Persil. Ach so, die Chat-Freundin. Ja, es gibt nämlich auch weibliche Pädophile. Stimmt, Frauen, die auf kleine Mädchen stehen. War ein Thema. Wie lange war die denn im Krankenhaus? Nee, April, April. Ich weiß, woher die Puppen ihr Inspiration haben. Als Geist siehst du besser aus. Sorry.
Sam! Das sollte wohl weiß sein, war aber nicht weiß. Kyoko. Warte. Das ist natürlich cool. Das heißt, es war Rin, jünger, die hatte einen Unfall und wollte sich mit... Warum erinnert sie sich nicht dran? What the fuck? Ich muss mein eigenes LP, glaube ich, nochmal angucken, um nochmal reinzukommen. Wie kam Rin dazu? Warte mal, Rin sollte sich mit Reiko, die sie eigentlich jetzt fast umgebracht hat eben, treffen. Meine Nase ist voll.